Jo, was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer Lifestyle. Und nach 3,5 Monaten oder fast 4 Monaten kommt mal endlich wieder ein Video on. Das ist ein Informationsvideo, weil ich will euch sagen, warum ich diese ganzen 3 Monate, warum keine Videos kamen und was jetzt für Videos kommen und so. Und ja, ich spiele hier gerade mit einem Kollegen, den ich auf Insta kennengelernt habe. Der ist voll korrekt. Ich werde ihn in der Videobeschreibung verlinken. Alter, mein Headset ist so scheiße, ich höre mich selber nicht. Ich werde ihn in der Videobeschreibung verlinken, weil er wird mit mir zusammen. Er wird mir nachher noch helfen, da komme ich gleich noch zu, warum. Was muss man denn hier machen? Weißt du nicht, ne? Ja, ich werde im Hintergrund so ein Gameplay, also ich spiele das gerade live, wo ich es aufnehme, deswegen, falls ich stottere. Warte, hier muss man, glaube ich, vorbei. Rechts! Rechts! Ja, auf jeden Fall, ich wurde vor 3,5 Monaten gehackt. Und ich hatte ja voll viele Wins, hatte einen Clan, hatte seltene Skins, hatte die ganzen RDW-Sachen und so. Und es lief ja auch voll gut auf meinem Kanal mit den Aufrufen und Abos und so, pro Stream und so. Keine Ahnung, wie das geht. Und da wurde ich gehackt. Dann hatte ich einfach keinen Bock mehr auf das Game. Wegen so einem scheiß Hacker. Und dann, jetzt habe ich einen Account von einem Zuschauer geschenkt bekommen, nur damit ich wieder streamen kann. Bin Und durch. auf. Ja, moin. Auf Battle Royale habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr und so, sondern ich werde jetzt nur noch RDW streamen. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. Werde ich ab. Ja, wenn Fortnite nicht mehr so im Hype ist oder einfach so zwischendurch ein RDW-Stream machen und ein Motovlog. Motovlogs werde ich machen und nebenbei streamen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das machen soll oder nur bei Stream bleiben will. Weil Motovloggen macht mir halt Spaß so. Sorry, wenn ich hier nichts mehr weiß und so, weil das Game, ich habe das so lange nicht gezockt und so. Es geht bei mir nicht. Ja, auf jeden Fall wird der Kollege mir jetzt helfen, eine neue Base Kannst du ruhig den aufzubauen. Namen Weil sagen? ich habe ja auch. Ja, der Justin. Weil der hat, ich habe ja auch alle meine Kreativ-Maps, meinen Creator-Code und so verloren. Ich hatte so richtig kranke Maps, wo ich tagelang, wochenlang dran gebaut habe und so, alles weg. Meine RDW, ich weiß nicht, irgendwer muss mir dann auch Sachen schenken und so, weil meine ganzen Sachen sind natürlich weg. Kann ich machen. Ich habe 106 Ja, gut, Ehre. Auf jeden Fall war ich jetzt in der Zeit, wo ich kein Fortnite gezockt habe. Also nicht gestreamt habe, auf Insta sehr aktiv und bin da auch, ja, wie nennt man das denn? Ja, was größer geworden und habe da jetzt auch ein bisschen immer Live-Videos gemacht und so Blogger halt mäßig so. Könnt ihr auch abchecken, werde ich auch in die Videobeschreibung packen, falls ich es nicht vergesse. Ist genauso wie mein YouTube-Name einfach. Und auf jeden Fall, ich werde jetzt auch, nicht mehr so oft streamen können wie damals, weil ich habe mich auch ein bisschen verändert. Ich bin jetzt eigentlich fast immer Motorradfahren oder Shisha rauchen oder so. Oder mit Schule habe ich auch viel mehr zu tun und so weiter. Und also es werden nicht mehr so viele Streams kommen, aber ich werde wieder streamen, ich werde wieder mein Nightbot einrichten, ich werde wieder Leute raiden, so weil ich Bock drauf habe. Und ja, wäre nice, wenn ihr mich supportet und ein Abo da lässt. Und 500 Abo-Special kommt keins mehr, weil ich habe schon eine 10 € Passive-Card verlost. Nur ich habe wieder De-Abos gemacht, weil ich so lange keine Videos gemacht habe. Und ich werde ab, falls das Video, also ich nehme das Video gerade auf am Freitag, den 27.09.2019. Also von heute an, morgen, also Samstag oder Sonntag, werde ich den ersten Stream wieder machen. Und dann ab 1000 Abos circa werde ich die ersten Motovlogs machen, aber keine Sorge, Fortnite bleibt trotzdem natürlich. Nur ihr müsst verstehen, ich habe irgendwie auf das Game nicht mehr so viel Bock, aber RDW finde ich halt nice so. Also ich würde ja nicht was streamen, was ich nicht nice finde, nur wegen Abonnenten oder so, sondern ich finde das halt, das macht mir halt Spaß und so. Mit der Base und so. Und dann werde ich auch irgendwann mal so mit Zuschauern Projekte machen, zum Beispiel wir bauen eine Map oder so oder. Wir spielen irgendwelche anderen Spiele gemeinsam oder bei Motovlogs könnt ihr mitfahren. Wir machen Abo-Treffen und so weiter. Und auf jeden Fall habe ich den Account von einem Zuschauer bekommen.
falls du das Video siehst, wirst du wahrscheinlich, Yossi, dann kommentier mal drunter, dass die mir das glauben und so, dass ich nicht euch verarsche, aber warum sollte ich das machen? Ja, auf jeden Fall kommen dann mehr Streams wieder und ich werde jetzt meinen Kanal wieder Ich aufbauen denke und mal, da danke. kommen auch die meisten, also öftere Streams mit mir. Ja, manchmal. Und ich danke auch für euren krassen Support damals in RDW und so. Das war krass. Leider wurde ich ja da gehackt. Ich hätte jetzt schon viel mehr Abonnenten und so, aber mir geht es ja um den Spaß und so. Deswegen. Ich mache eh schon genug Geld mit Insta. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Glocke aktivieren, weil dann, wenn wir in den Streams immer ziemlich weit oben sind und dann macht es auch mehr Spaß. Und ich werde dann Samstag oder Sonntag, also entweder 28. oder 29.09.2019, meinen ersten Stream machen. Wahrscheinlich, aber halt nicht immer so lang und so. Und da kommen auch nice Projekte auf euch zu und so. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute.